So, fangen wir mal an mit dem Maschenstich. Wie wird der eigentlich gemacht? Ich habe jetzt gerade kein aktuelles Kinderpullover-Projekt in Arbeit, deswegen zeige ich euch das jetzt hier an einem meiner Maschenproben mal ganz gut, die ja auch glatt rechts gestrickt ist, und nehme dazu jetzt mal einen kontrastfarbenen Faden. So, wenn ich anfange, ein Fädel, das habe ich eben schon mal angedeutet, ich mache ans Ende immer einen Knoten, und zwar allein aus Bequemlichkeitsgründen, damit ich das anschließend nicht vernähen muss. Wenn euch das nicht so recht ist, könnt ihr das natürlich auch ohne Knoten machen und anschließend vernähen, also so wie ihr möchtet. So, was ihr jetzt habt, bevor ihr anfangt, also zumindest bei meinen Teddles, sind diese Strickschriften. Ihr seht, das sind dann alles Kästchen. Was muss eigentlich wohin? Da könnt ihr dann sehen, also ich muss jetzt hier 1, 2, 3 Maschen von den grün gestrickten freilassen und fange dann mit Orange an. Ich würde jetzt hier erstmal hier runter um das Ganze Orange stricken und dann einfach, dann brauche ich ja die Vorlage nicht mehr, das Ganze mit Rot füllen und so weiter. Und so geht es eben durchs ganze Gesicht, dass ihr dann eben Stück für Stück diese kleinen Flächen aufstickt. Ihr seht, so viele Maschen sind es auch gar nicht, die da gefragt sind. Ne? Also nicht immer so. Welchen Teil dieser Geschichten ihr jetzt gerne aufsticken möchtet und welche euch lieber ist, es einzustricken. Ich weiß also, dass eine unserer Teststricke in den Mund eingestrickt hat. So, das macht ihr da nicht so viel aus, hier die Fäden zu spannen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber wenn ihr sticken wollt, dann solltet ihr wissen, wie der Maschenstich gemacht wird. So, und schwer ist das nicht. Wir schauen uns dazu jetzt erst einmal an. Wie sieht so eine rechte Masche eigentlich aus? Was ist denn hier die rechte Masche? Die rechte Masche sind immer hier diese kleinen Vs. Und hier drunter, dadurch, dass dieses Garn jetzt ein bisschen ungleichmäßig ist, sind die größer oder kleiner, aber bei glattem Garn sind die auch im Idealfall alle gleich groß. Also hier ist das kleine V, da ist das nächste kleine V. So liegen die nebeneinander, so liegen sie über und untereinander, also immer diese kleinen Vs. Und alles, was wir jetzt eigentlich tun beim Maschenstich, ist, wir gucken uns an, wie diese Vs eigentlich genau verlaufen und simulieren das. Wir sticken das einfach nach. So, ich fange mal einfach irgendwo an. Ich suche mir jetzt hier diese Masche raus. Ups, sollte man auch sehen. Diese Masche. Ich komme innerhalb eines Vs raus. Da, wo ich rauskomme, befinde ich mich unterhalb der Masche, die nachher bestickt wird. Das ist die darüber, über dieser Öffnung, über diesem Loch. Ja? Ich muss also unterhalb der Masche rauskommen, die ich sticken will. Das mache ich jetzt mal. Ziehe ich den Faden mal raus. So. Zieht da einfach raus, bis der Knoten hinten anstößt oder ein kleines Endchen lassen, falls ihr vernähen möchtet. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt gucke ich, was ist denn jetzt eigentlich von hier aus diese Masche, die hier rauskommt. Geht sie da rein? Also mache ich das auch. Ich folge dieser Masche und piekse da rein. Die kommt am anderen Ende wieder raus. Das heißt, ich gehe jetzt unter diese zwei Fäden der Masche darüber und komme einfach wieder raus. So ziehe ich das fest. Und alles, was ich jetzt noch tun muss, ist wieder das Ganze verfolgen, nämlich zurückverfolgen. Die geht da wieder rein, wo wir rausgekommen sind. Das ist hier in dem Loch unterhalb der zu bestickenden Masche. Sticke ich wieder rein, ziehe ich mal den Faden. Und siehe da, wunderbar! Das sieht jetzt so aus, als hätte ich da mittendrin eine graue Masche gestrickt. Habe ich aber gar nicht. Ich habe sie aufgestickt. Schauen wir mal weiter. Ich mache jetzt nochmal die daneben. So, ich komme wieder, also das ist die bestickte Masche. Diese hier. Jetzt will ich die daneben auch besticken. Daneben liegt genau die, also komme ich wieder unterhalb dieser zu bestickenden Masche von hinten raus. Da sind wir. So, ziehe wieder. So, gehe wieder ein Stück nach oben, nehme diese beiden oberen Fäden, da komme ich drunter her, ziehe wieder. Jetzt habe ich hier den Faden was lang. So, und gehe da rein, wo ich wieder rausgekommen bin. So.
mache das jetzt hier noch mal ein paar Mal. Ich komme in der daneben, komme ich wieder raus, nehme diese beiden, geht runter, ziehe den Faden und geht da rein, wo ich wieder rausgekommen bin. Aufpassen, den will ich nicht mitnehmen. So. So, wenn ich jetzt nach oben oder nach unten gehen muss, ist das auch kein Problem. Ich sehe ja, das wäre jetzt die Masche darunter. Wenn ich die besticken will, muss ich wieder in dem Loch unterhalb der zustickenden Masche rauskommen, also hier. Dann gehe ich dann einfach nach unten, komm raus, gehe jetzt unter diese beiden, das bleibt so, auch wenn da schon was ist. Ich gehe unter diesen Strang hier. Beziehungsweise ich betrachte jetzt diese als meine neue Masche und gehe dahin, wo ich hergekommen bin. Ziehen. So, jetzt habe ich die Masche darunter bestickt. Ihr seht schon, das sieht schon ganz ordentlich aus. Ich gehe jetzt auch da noch mal ein bisschen zurück. Man kann das auch von rechts nach links. Man kann es in alle Richtungen machen. Ich gehe da drunter, ziehe, gehe rein, komme in der nächsten schon raus. So. Ich gehe unterhalb, ziehe. Und die ganze Kunst beim Besticken ist, zieht nicht wie die Irren da dran rum. So, das verkleinert die Masche und es sieht unfassbar blöd aus anschließend. Seht dazu zu, dass ihr das eigentlich nur den einen Faden über den anderen legt. Das soll ruhig locker sein. So, dass es angenehm locker noch da drüber liegt. Und geht dann wieder zurück. Und das macht ihr immer beim Sticken. Also ihr zieht nicht wie verrückt daran rum, sondern ihr legt es ganz locker da drüber. Wenn ihr meint, es wird schon zu stramm, geht lieber hin, zieht es nochmal raus und zieht es locker an. So. So. Also hier nochmal. Hier könnt ihr es ja jedes Mal wieder ein bisschen lockern. Und dann zieht es einfach so stramm, wie ihr es haben müsst. Oberhalb ist genau das Gleiche. Wenn ihr jetzt über einer bestickten Masche weitermachen wollt, ändert sich gar nichts. Hier ist das V, das zu besticken ist. Und ihr müsst unterhalb dieser Masche rauskommen. In diesem Fall schon in einer grauen, weil wir die ja schon bestickt haben. Also die graue ist jetzt einfach die neue Masche. Ihr kommt hier raus. So, und jetzt wieder unter diesen beiden. Und ganz locker drüber legen. Wieder reinstechen. Ziehen. Und so stickt ihr einfach immer nur die kleinen Vs. Eine wunderbare Beschäftigung beim Tatort, den man schon zweimal gesehen hat, oder sonstigen langweiligen Fernsehprogramm, oder auch angenehm bei Musik hören. Also ich finde, das ist eine ganz angenehme Beschäftigung, wenn man gerade mal nichts zu stricken hat oder nicht stricken möchte. Das macht schon Spaß. Wie gesagt, achtet nur darauf, dass die Fäden nicht zu stark gespannt werden. Wenn ihr das Gefühl habt, hier geht es jetzt, aber manchmal sind Garne sehr glatt und sehr steif und rutschen ein bisschen übereinander. Wenn ihr das Gefühl habt, dass man den Untergrund viel zu deutlich sehen kann, ich finde das bei Handarbeit nicht so besonders schlimm, wenn man da so auch sehen kann, wie es gemacht ist, aber wenn es euch stört, dann versucht einfach mal, dass bei der Wolle, die mit der ihr stickt, dass ihr da vielleicht eine etwas dickere Qualität nimmt, dass sich das wirklich so etwas mehr über den Untergrund legt und dann wird das auch etwas besser mit den Lücken. Aber gerade bei Naturgarn, bei Wolle, ob es nun Merino oder Schurwolle ist, Alpaka und so, kann man das eigentlich wunderbar machen. Ein bisschen schwieriger wird es vielleicht ab und zu, ich zeige es euch gerne nochmal hier, wenn ihr Baumwolle oder ähnliches benutzt, ne, weil die doch sehr rutschig ist. Da seht ihr schon hier, da kann man schon mal so ein bisschen mehr vom Untergrund sehen. Finde ich aber, wie gesagt, persönlich überhaupt nicht so schlimm. Auch hier bei den Ohren, das ist halt bei diesem Garn nun einmal so. Sieht vielleicht für euch besser aus,
wenn das nicht so ist, aber dann bleibt euch nichts anderes übrig, als das Ganze einzustricken. So, ich finde diesen Kompromiss ganz in Ordnung. So, das war jetzt unser Maschenstich. So könnt ihr mit der Vorlage, die ihr dann habt, jetzt wie hier zum Beispiel in Willi, könnt ihr wunderbar gucken, wo muss was hin. Und das ist eigentlich nichts anderes als Nadelmalerei. Das kann sehr entspannt sein, wenn man den Bogen einmal raus hat. Müsst halt immer nur sehen, dass ihr die Farben alle bei euch liegen habt, immer Fäden abschneidet, aber das ist auch schon das Komplizierteste an der ganzen Geschichte, wie ich finde. So, als nächstes fehlen uns ja jetzt noch hier diese schwarzen Konturen, die im Stielstich gestickt werden, und das zeige ich euch dann im nächsten Schritt.